Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Zur Erinnerung, in der letzten Folge haben wir es hinbekommen, dass wir hier mal dieses Skyline Tower, den Skyline Tower in die nächste Phase bekommen. Was steht hier? Suprastruktur. Okay, nicht schlecht. Also ich denke mal, das wird schon ein ordentliches Gebäude werden. Schauen wir uns das Ganze mal an. Das Ganze zieht mir ja ordentliche Arbeitskraft ab. Schauen wir mal, aber ich glaube, was haben wir denn hier eigentlich? Arbeitskräfte, Auftrag, umschalten, um mehr Arbeitskräfte vom selben Typ aus anderen Gebäuden zuzuweisen. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee, oder? Das machen wir einfach mal. Das heißt, wir haben jetzt hier die 1000 Arbeitskraft. Nehme ich doch an, oder? So, das Rädchen dreht sich. Verbleibende Zeit, 14 Minuten nur. Weil, wegen dem hier wahrscheinlich, oder? Ändert sich das? Bin mir nicht ganz sicher. Aber gut, das lassen wir auf jeden Fall mal eingeschalten. Materialien sind vorhanden und werden auch konstant zur Baustelle transportiert. Wie ich sehe. Okay, also ich denke, das kann man erstmal so laufen lassen. Jetzt fehlt die Arbeitskraft halt irgendwo anders, vermute ich mal. Aber da wird uns jetzt schon nicht irgendwie die Produktion total zusammenbrechen. Ich denke, das kann man schon so laufen lassen. So, dann als nächsten Schritt würde ich tatsächlich nochmal kurz dazu übergehen, hier weitere Wolkenkratzer auszubauen. Einfach ausbauen, was geht. Denn wir brauchen ja auf jeden Fall noch deutlich mehr. Deswegen gehen wir hier mal ordentlich durch. Und schauen, dass wir die Sache hier nochmal ein bisschen pushen. Zack, zack, zack. Da sind ja auch ganz viele, die halt aktuell noch gar nicht ausgebaut sind. Oder halt nur auf Level 1 oder 2. So, und mehr geht eh nicht, weil wahrscheinlich jetzt auch gerade die Fahrstühle wieder ausgegangen sind. Okay, muss man einfach immer mal wieder dran gehen und weitermachen. So, okay, dann, was wollte ich noch machen. Einmal hier kurz bei der, wie heißt das Ding jetzt noch? Akademie oder? Das Forschungsinstitut, das meinte ich eigentlich. Hier werden eh schon irgendwelche Items entwickelt, aber vor allen Dingen möchte ich die vorhandenen Forschungspunkte dazu nutzen, hier nochmal in die Forschungsgebiete reinzugehen. Technologischer Fortschritt, das sind ja diese Sachen, also die Items werden hier erforscht und die technologischen Items, was ist denn jetzt los? Okay, da kommt irgendwas dazwischen. Scheiße, gestohlene Materialien. Donny ist sauer wegen der gestohlenen Materialien und der Warnung, die er erhalten hat. Was ist los? Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden... Hier läuft ein Timer. Okay, deswegen sollten wir jetzt direkt, also wir haben es hier schon wieder mit irgendeiner Art von, wie soll ich sagen, besorgten Bürger zu tun vielleicht. Schauen wir mal, wir sollen hier irgendjemanden verhören, okay. Also ich muss hier zumindest schon mal, habe ich nicht so eine Wimmelbildaufgabe und muss irgendjemanden suchen, sondern ich habe ganz bestimmt nichts damit zu tun, Boss. Wir verhören also jetzt irgendwelche Arbeiter, die wohl am Bau beschäftigt sind. Wir könnten jetzt die fehlenden Materialien ersetzen. Oder wir bestrafen eine zufällige Gruppe von Arbeitern. Minus 15 Zufriedenheit für 45 Minuten. Will ich eigentlich nicht. Eigentlich, naja, irgendwie reizt es mich schon, aber wir bezahlen einfach mal, weil wir haben ja genug. So. War es das jetzt schon? Das macht für uns einen riesigen Unterschied. Die Arbeiter sind zufrieden, dass sie sie nicht für den Diebstahl verantwortlich machen wollen. Okay, finde ich gut. Wir sind auf der Seite der Arbeiter, würde ich sagen. Donny gefällt das natürlich nicht. Ich meine, er ist halt auch irgendwie so ein blöder Kapitalistenarsch, wahrscheinlich so ähnlich wie der Karl von Malching oder sowas. Also ihm wäre es wahrscheinlich lieber gewesen, wir peitschen die irgendwie öffentlich aus oder so, aber lassen wir mal so stehen. Okay. Gut, was wollte ich eigentlich machen? Genau, hier Forschungsinstitut. Und zwar hatte ich den Satz noch zu Ende gebracht, ich weiß gar nicht mehr. Also Itementwicklung, beziehungsweise wir wollen weitere Items identifizieren, und zwar genau diese hier, weil das sind ja die für die Handelskammer. Und hier haben wir dann noch die Industrietechnologie, da würde ich den Fokus drauf legen und einfach immer wieder in regelmäßigen Abständen hier vorbeikommen und die ganzen Forschungspunkte da reinballern. Technologischer Fortschritt, Industrietechnologie, zack. Und okay, das war es eh schon wieder. Kostet 13.000 und jedes Mal dann natürlich ein bisschen mehr. Den Rest könnten wir hier noch vielleicht in... Ja, weiß ich auch nicht. Brauchen wir eigentlich nicht, ne? Nee, das lohnt sich nicht. Vielleicht eher nochmal ein bisschen Talententwicklung. Neue Talente braucht das Land. Okay, die sind natürlich auch für die Handelskammer. Logisch, klar. Gibt ja nicht nur diese Items wie irgendwelche Maschinen oder dergleichen, sondern eben auch diese ganzen Experten. Und irgendwann will ich natürlich dahin kommen, dass wir die wirklich alle erforscht haben. So. Deswegen gehen wir hier nochmal kurz durch.
Ja, das wird jedes Mal ein bisschen teurer. Aber irgendwann kriegen wir halt tatsächlich auch die wirklich allerhochwertigsten Items. Und das ist natürlich schon sehr gut, weil werden wir brauchen. Früher oder später kommt man gar nicht drum herum. Irgendwann, also selbst wenn man siedelt und Inseln belegt wie ein völlig durchgeknallter, irgendwann wird einem der Platz einfach ausgehen. Also spätestens jetzt, wo diese ganzen, die Wolkenkratzer mit dabei sind, da wohnen ja so viele Leute drin, das kriegst du ja irgendwann alles gar nicht mehr versorgt. Also da kommen wir nicht drum herum. Okay. So, Forschungspunkte sind erstmal ausgebaut. Was wird hier noch gebastelt? Teutonisch-technisches Schneidewerkzeug für Holz für Eine Hüttenkohlerei. Ah ja, Produktion genau. wurde angehalten. Und hier haben wir noch den Kalzinierofen für Eisenhütten und Schmieden. Also da kann man schon schöne Sachen bauen. Und das sind ja jetzt noch die schlechteren Items. Können wir vielleicht gerade nochmal schauen, was jetzt so neu dazugekommen ist? Dürfte ja auch schon wieder einiges sein. So, also bei den Legendären ist jetzt auf jeden Fall schon wieder einiges dazugekommen. Bei der Handelskammer sind es allerdings immer noch nur diese beiden hier. Für die Uhrenwerkstatt und für die Baumschulen. Aber diese neuen Dinger hier für Chemiefabriken und so weiter sind jetzt auch schon mit dabei. Das ist natürlich auch sehr, sehr hilfreich. Die werden wir auf jeden Fall auch brauchen. Für die Schiffe können wir auf jeden Fall, die weißen Flaggen können wir selber produzieren. Die ganzen Mörser, ganze Artilleriegeschichte hier. Also schon cool, da sind wir gut aufgestellt. Okay. Gut. Ja, so einen richtigen Plan für diese Folge habe ich eigentlich sowieso nicht. Deswegen schauen wir einfach mal weiter. Die sind jetzt schon. Wie lange brauchen sie noch? Knapp 11,5 Minuten. Boah, das müsste sich ja ausgehen für diese Folge. Solange hier nichts ausgeht. Ah ja, wobei, die brauchen ja doch mehr als gedacht. Stahlbeton haben wir so viel. Ich hoffe es mal. Fahrstühle, aber es wird ja auch alles permanent nachproduziert, von daher. Aber beim Stahlbeton schauen wir trotzdem mal. Stahlbeton und bei den, wie heißen sie, bei den Gläsern, bei den Scheiben. Das könnte tatsächlich ein kleines Problem werden. Wo ist denn der ganze Kram? Oh, Rum ist tatsächlich auch ein bisschen instabil, würde ich mal sagen. Kann mir auch nicht gefallen. Wo haben wir denn Stahlbeton und, hä? Wo sind denn die ganzen? Ach, hier alle Waren. Okay. Das war irgendwie eingegrenzt. Okay, Moment, ging es jetzt um Glas oder um Fenster? Fenster, okay. Das waren ja irgendwie über 300, was wir hier noch eingelagert hatten. Muss ja, na, knapp 300. Muss man auch nochmal Nachschub holen, glaube ich. Glas und Stahlbeton ist kein Problem. Okay, Stahlbeton haben wir ohne Ende. Ich würde trotzdem hier mal kurz rüber hüpfen. Haben wir da gerade ein Schiffchen frei? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich muss sowieso mal wieder auf jeden Fall ein weiteres Frachtschiff Auf produzieren. die Station! Und wir nehmen mal irgendwie einen Schlachtkreuzer zur Hand, dass der zumindest mal ein bisschen Nachschub an Fenstern holen kann. Das Weil die Wasser säuft, produziere ich Admiral! nämlich nur hier, soweit ich das richtig auf dem Schirm habe. Okay, das passt ja erstmal. Sollte sich da ein Engpass auftun, können wir den direkt beseitigen. Ab nach Crown Falls. So. Wo sind eigentlich meine Luftschiffe? Fällt mir gerade ein. Das hätte ich ganz gerne mal gewusst. Eins müsste hier sein. Dümpelt hier vor sich rum. Der darf dann auch direkt nochmal nach Giesing schippern, um weitere Fenster zu holen. Und das andere, glaube ich, hatte ich total vergessen. War der nicht hier? Stimmt, ich habe hier nochmal Ziegel oder sowas hingebracht. Wo haben wir denn den Hafen hier unten? Da ist er. Bereit. Ja, genau. Da sind mir nämlich die Ziegel ausgegangen. So, dann schicken wir den gleich wieder zurück. Und zwar hierhin. Okay, hier ist sonst alles in Ordnung, ne? Kann man alles so laufen lassen, glaube ich, erstmal. Bastschuh hätte ich gesagt. So, was kann man sonst noch so machen in der Zwischenzeit? Skyline Tower läuft. Ich würde tatsächlich ganz gerne noch ein paar mehr von diesen Schiffen verteilen, also diese statischen Schiffe. Sieht einfach cool aus. Ich möchte einmal so ein ganzes Ding hier voll machen. Deswegen Schlachtkreuzer schicken wir bereit. hier mal die ganzen Schlachtkreuzer hinfort. Moment, der hat ja noch gar keine Items. Haben wir hier noch was wir ihm geben können? Ich denke schon. Verladebewegung, Frachtverlangsamung. Ich muss auch mal die ganzen Frachtschiffe mit dem Zeug hier ausstatten. Das ist ja alles für die Frachtschiffe gedacht hier. Verladegeschwindigkeit, Frachtverlangsamung und so weiter. Das Kriegsschiff bekommt, hier noch ein paar Minen spendiert.
Was haben wir sonst noch hier? Selbstreparatur ist immer gut für ein Kriegsschiff. Schaden pro Schuss plus 20 und ein bisschen mehr Angriffsreichweite. Kriegt da alles hier eingeladen und tschüss. Erstmal hier, die sollen erstmal die sollen mal den Hafenbereich hier verlassen. Ich habe sowieso, ich habe langsam keinen Platz mehr für die ganzen Schiffe. Das ist ja der pure Wahnsinn. So, und das sind jetzt hier alles nur die sozusagen die dekorativen Schiffe. Schauen wir mal. Ich hatte ja hier drüben eigentlich diese Marinebasis. Ist auch schon alles voll geparkt hier. Müssen wir hier fast die Brücken müssen wir eigentlich fast wegreißen. Damit wir hier auch noch einparken können. Auf die Station. Ja, komm, das machen wir jetzt einmal ordentlich hier. Vollkühlschiff, also zivile Schifffahrt, lassen wir alles hier drüben und wir verlegen mal ein paar von den ganzen Schlachtschiffen noch hier rüber, weil dafür ist ja diese Basis da drüben eigentlich gedacht. Und mit den neuen dekorativen Sachen hier können wir das vielleicht sogar ein bisschen netter ausstatten. Hier noch ein paar weitere. Da sind ja auch neue Kaimauern dazugekommen. Und dieser ganze Kram ist halt auch neu hier, ne? Diese ganzen Anlegestellen zum Beispiel. Und verschiedenste Kräne sind ja auch dabei. Bislang hatte ich, glaube ich, wirklich nur diese hier, die man hier sieht. Das ist ja auch nochmal was ganz anderes hier. Wobei ich die Idee fand ich schon sehr, sehr cool. Also wo praktisch hier mit den Kränen wird halt die Munition verladen auf die Schlachtschiffe. Gefällt mir ganz gut. Aber ich hätte ganz gerne hier noch ein paar weitere Parkmöglichkeiten für meine Kriegsschiffe. Nehmen wir mal vielleicht diese hier. Na, wobei Holz sieht vielleicht gar nicht so geil aus. War da nicht noch mehr dabei? Moment mal. Das sind die Schleier. Ach hier, genau. Und da war doch auch ein bisschen was Schmaleres dabei. Ach, sieh mal einer an. Das ist ja total cool. Schaut euch das mal an. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurück. Ah. Okay, ziehen wir uns hier mal so der Länge nach so ein Ding hier rein. Das sieht ja schon sehr schön aus. Das ist cool. So ein Stein-Fels-Optik. Oh, das ist schick. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Das ist wirklich schick. Aha, das Ganze auch noch quasi als überdachte Variante. Sehe ich das richtig? Boah, wie cool. Boah, wie cool. Das bauen wir hier drüben einfach mal hin. Nur um es mal gesehen zu haben. So, wie ist das gedacht? Hm. Kann ich das nicht der Länge nach hier? Ne, da baute mir keine Überdachung. Ah, so wird es funktionieren. Okay. Okay. Aber sieht schon cool aus. Das sieht wirklich cool aus. Ja, mal kurz den Augenschein nehmen. Ja, lässig. Hier so ein Durchgang. Überdacht. Mann, Mann, Mann. Also Hafengestaltung. Mua, vom Allerfeinsten, was man hier machen kann. Okay, schauen wir mal, dass wir hier irgendwie ein bisschen was Sinnvolles tun. Das ist auch nochmal hier so eine Felswandkai. Nur ein bisschen dicker, scheinbar. Dann hat man noch diese Metalldinger. Dann hat man das Ganze hier mit, das ist Holz. Rote Kaistraße, aber auch eher schmal, oder? Die Brücken. Unsichtbare Straße, okay. Ah, die kann man dann wahrscheinlich einfach über die Pier drüber ziehen hier. Auch interessant. Nehmen wir mal sowas hier vielleicht. Wie viel Platz braucht denn so ein Schiffchen, um einparken zu können? Geht das? Kriegen wir den hier rein? Könnte ein bisschen zu eng sein. Oder? Dreht er sich? Na? Das Wasser schäumt, Admiral. Geht doch, oder? Nee. Wobei, ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Dinger hier auch wirklich Kollision haben. Bin mir da nicht so sicher. Nehmen das nochmal weg. Hm. Dann sollen wir so ein Ding hier mal nehmen. Ah, wobei, das passt nicht so ganz auf Tisch. Machen wir es ein bisschen breiter. Ja, kann sein, dass das nicht so ganz funktioniert, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich glaube, die fahren da einfach durch, oder? Jetzt hängt er hier fest. Achso, falsches Schiff. Den hier wollte ich drehen. Die Menschen lassen sie hoch.
Ich hätte die halt also wirklich gerne einfach sauber eingeparkt hier alle. Kessel unter Dampf. Frag mich nicht wieso, aber ich denke, der eine oder andere wird mich verstehen können. Abstand ist 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, so kann man schon lassen. Jetzt dreht er sich wieder. Bleib doch stehen. Warum? Was macht der? Der fährt hier... Oh. Okay, also ich fürchte, die sind vielleicht wirklich nur eher zum Ausdekorieren geeignet. Ja, packen wir den erstmal irgendwo ein. Ich habe so viele Kriegsschiffe. Kann ich das eigentlich... Sehe ich das irgendwo in der Gesamtübersicht über meine ganze Flotte? Hier oben nicht. Das sind die Routen. Schiffe. Schiffsmenü. Aber so eine Gesamtübersicht auf den ersten... Auf Schiffsübersicht. Da haben wir es doch. Interessant. Hier war ich auch noch nie drin. Ich habe hier, glaube ich, wirklich noch nie reingeschaut. Übersicht. Hier haben wir eine Übersicht. Bergungsschiff 1, eine Great Eastern. 61 Frachtschiffe haben wir hier. 86 Clipper tatsächlich immer noch im Betrieb. Das hätte ich ja nicht gedacht. 7 Luftschiffe. 3 Schoner. 6 Vollkühlschiffe. 9 Öltanker. Wo sind die Schlachtschiffe? Das Einzige, was mich wirklich interessiert, sind die Schlachtschiffe. Die sind hier nicht aufgelistet. Lebenspunkte, Bilanz, Einkommensquelle. Ha. Die sind hier wirklich nicht mit drin, oder wie? Ach, hier kann man, okay, da kann man noch aufklappen, aber, Moment mal. Das sind die ganzen Clipper. Ah, das ist aber schon auch praktisch. Da sieht man nämlich auch direkt auf den ersten Blick, welche Schiffe welche Items haben. Das ist schon cool. Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. So, den Promoter lassen wir natürlich rein. Das ist hilfreich. Aber wo sind die ganzen Schlachtschiffe abgeblieben? Bei den Frachtschiffen werden die nicht mit drin sein, ne? Nee. Ah, schade. Das wäre das, was mich jetzt am meisten interessiert hätte. Und da sehen wir die hier irgendwo. Finanzen. Handelsschiffe. Ah, hm. Also wenn das jemand weiß, wo ich hier vielleicht umschalten kann. Hier haben wir die ganzen Inseln. Also das ist ja eine Gesamtübersicht hier. Und nur der Teil hier rechts ist, hat was mit den Schiffen zu tun. Bevölkerung. Ach krass, da habe ich auch noch nie reingeschaut. Ich kannte dieses Menü gar nicht, die Statistiken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da haben wir auch die ganzen Leute hier. Knapp 62.000 Investoren. Knapp 21.000 Ingenieure, 10.000 Handwerker, 13.000 Arbeiter und. Gesamtbevölkerung. Aber die sieht man ja oben dann normalerweise. Hier ist einfach alles nochmal aufgeschlüsselt. Und das sind wirklich die ganzen Items, die ich habe. Das ist ja krass. Hier sieht man dann auch die Position, wo sich das befindet. Man kann tatsächlich auch direkt hinspringen, nehme ich an. Ja, okay, das ist natürlich super cool. Das ist wirklich cool. So, und wie komme ich jetzt wieder in dieses Menü rein? Inselbevölkerung. Zufrieden. Erstaunlich ist das, ne? Erstaunlich. Ja, gute Frage. Weltkarte, Diplomatie. Es muss ja, gibt Was ja garantiert irgendwie einen Shortcut, den ich halt nicht kenne. Kisten unter Deck. Na gut, wie dem auch sei. Wir wollen uns nicht in irgendwelchen völlig sinnlosen Details verlieren. Schauen wir, dass wir vielleicht noch ein bisschen was auf die Reihe bekommen. Aber irgendwann werde ich diesen Hafen, glaube ich, noch mal ein bisschen ausbauen. Umbauen und ausbauen. Jetzt mit den neuen dekorativen Elementen. Sieht da schon gar nicht mehr so schön aus, wie er mal war. Okay, ich denke mal, wir sollten auf jeden Fall in der Lage sein, hier noch mal ein bisschen was an den Wolkenkratzern zu drehen. Wolkenkratzer ausbauen. Okay, es geht gar keiner. Weil... Woran scheitert es denn? Stahlträger! Sieh mal einer an. Ach, die haben wahrscheinlich... Die hier haben die ganzen Stahlträger verbraucht, oder? Kann das sein? Ja, genau. Okay, holen wir schnell Nachschub. Vielleicht müssen wir sogar... Propeller drehen sich. Da die Produktion nochmal wieder anschmeißen. Weil ich hatte die ja, glaube ich, auf Eis gelegt. Ah, hier fehlt halt, okay, hier fehlt jetzt diese ganze Arbeitskraft, die Arbeitskraft. Die nächste Stufe muss dringend fertig werden. Habe ich die wirklich alle abgedreht oder habe ich nicht noch einen wenigstens angelassen? Ach, scheiße, jetzt habe ich gar keine Stahlträger mehr, ne? Na gut, ich glaube, damit das in dieser Folge nichts mehr. Dann schaue ich mal, dass ich bis zur nächsten Folge zumindest wieder genügend Stahlträger auf Lager habe. Es mangelt an Arbeitskraft. Hoffentlich wird das. Dann sollte ich vielleicht in der Zwischenzeit auch den Monumentbau erstmal stoppen.
Also lang. Naja, wo, die haben aber noch Zeug. Also eigentlich sollten die doch noch. Die sollten doch eigentlich weitermachen. Jetzt sind wir bei 18 Minuten auf einmal wieder angekommen. Okay, ich stopp das ganze Ding einfach mal. Für einen Moment. Damit sich die Situation mit den Stahlträgern wieder ein bisschen einpendelt. Und bis dahin seid ihr erstmal entlassen. Das soll es gewesen sein für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.